Ja, moin moin ihr Bärding Ladies und herzlich willkommen zu Battleborn und auch an Bastis Zuschauermenschen. Grüß Erstmal euch. herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ihr werdet es nicht bereuen, oder? Hoffe ich mal. Es wird auf jeden Fall ein interessanterer Kampf als in beim letzten Multiplayer-Match. Ich hoffe ja. Das Team ist zwar auch krass OP, obwohl, nee, nicht so krass, ne? Ja, sie haben aber trotzdem durchschnittlich in Prozentzahl mehr High-Level-Typen als wir. Sagen wir mal so, wir sind zusammengerechnet Level 50 und die sind trotzdem hochgerechnet Level 80. Whiskey Foxtrot is worst tier, in my opinion. Don't play him in this patch. Fuck you. Ja, weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Don't play him. Exsearch, wer sagt das, Alter, ey? Der den Benedict spielt, ey. Ja, fick kann, dich, ich sag es, ich probiere halt einfach. Vielleicht ist er ja geil. Ich habe jetzt mal den Marquis genommen. Mal einen anderen Charakter, weil ich will ja auch ein bisschen was zeigen. Ja, du musst so, wie gesagt, mit denen einfach nur. He's one of the strongest. Ja, gut, ja, ihr seht, die Meinungen gehen halt krass auseinander. Ne? Nein, das Geile ist, was er schon als erstes geschrieben hat. Ich weiß offensichtlich nicht, wie man spielt. Ja. Ja, das sind die richtigen. Die haten jetzt nur rum und wenn wir gleich verloren haben, ist es höchstwahrscheinlich meine ja, Schuld. Ja, ist klar, dann nicht schon. Logan! Schmelze. Sammeln Sie Punkte, indem Sie Ihre Schergen zu den Brennkammern führen und die feindlichen Schergen. Aber bei mir schon wieder krass am Ruckeln, ey. Ach, so, ach nee, Entschuldigung, er schreibt das nicht zu mir, er schreibt das zu den anderen. Then you obviously don't know, he is one of the strongest. Nope. Read every other comment in forums. Ja, in Forums, Alter, ey. Verlass dich doch auf die Meinung von anderen, du Penner, ey. Bild dir bloß nicht deine eigene Meinung, ey. Ach, Quatsch, ehrlich, ey. Ja, scheiß drauf. Hoch und Anfänger rösten in 3, 2, 1. Kämpfen Sie. Kann ich auch über Kim und Korn? Tatsächlich, Kim und Korn. Wie gesagt, dein Champion. Nicht 90%, musst du halt nur hinten rumstehen und snipen, alle ja. Absnipen, also kein Nahkampf. Und wenn sie jetzt zu nah kommen, musst du deine Eule benutzen, um abzuhauen, weil die nicht die Eule, sondern du kannst einen Verlangsamungsbereich. Genau, ja, das habe ich schon gesehen. Mit Q, ja. So, gucken wir mal. Alter, ey, so gut ist der aber nicht, ey. Ich muss mich da erstmal voll dran gewöhnen, ey. Oh, ich werde hier schon gestunt und getrippelt und gedoubled und bin gleich schon tot, weil ich den schlechtesten Champ aller Zeiten spiele. Und bin tot. Gegnerteam hat aber auch wieder alles am Start. Healer, Tank. Wir haben zwar auch einen Tank, aber keinen Healer. Ja, okay, ja, der Sniper, I get the idea, ja. Alle von denen rechts und pushen Boah, euch ultra, so krass zurück, ey. Die recken uns hier richtig. Ich weiß aber auch gar nicht, warum wir in letzter Zeit mit so vielen High-Level-Typen zusammengemischt werden. Ich sag ja, das war bei Rainbow Six, als es rauskam, war es genauso. Toll, daneben, okay. Okay, jetzt kommen sie da. Die mich im Nahkampf und dann kann ich mich auch noch so krass blocken. Und jetzt läuft die in der Base und ich bin schon wieder tot. Krank. Okay, der Champ. Ich kann eigentlich nur Minions killen gerade im Moment. Das war irgendwie. Diese Nahkämpferin, die rennt die ganze Zeit so rum und tötet alle einen nach dem anderen, ey. Hat einfach schon 2-0. Und ich glaube, beides Mal war ich, weil ich auch der Einzige bin, der schon zweimal gestorben bin. Ha! Ich bin so gut. Aber die werden uns auch richtig wrecken. Also hier gibt es jetzt eigentlich sehr. Wie gesagt, man kann jetzt sagen, oh, Sebastian, das kannst du jetzt noch gar nicht sagen. Ja, doch. Ich sehe doch, wie die spielen. Und die spielen krank gut. Aha. Die spielen auch vor allem im Team, Alter. Das ist halt der ja, große wie gesagt, die Unterschied. Die haben Tank, ey. Die haben Healer, wir haben halt einfach nur wieder größtenteils Damage hier. Und der Tank wird auch von dem Healer die ganze Zeit. Ich muss mal rüber auf die andere Lane, ey. Ich bin hier voll auf der falschen Lane. Ich mache hier überhaupt nichts eigentlich. Oh, den könnte ich kriegen. Mit ein paar Crits. Dürfte der eigentlich auch ziemlich schnell down gehen. Und jetzt wird er da wieder von dem Healer. Oh Mann! Den kompletten Schaden, den man jetzt gerade im Tank zugefügt hat, ist jetzt wieder komplett obsolet und schon wieder von der Pussy. Ach fuck, jetzt hat er mich im Nahkampf gekriegt, Alter. Ich muss. Nee, hat er nicht, geil. Ich muss aber trotzdem weiter hinten stehen, ey. Game ist so hard, GG. Ich verstehe es aber nicht, warum ich, wenn ich mit dir spiele, so viele High-Level-Gegner bekomme. Wenn ich alleine suche, obwohl ich sogar im Level ja über dir bin, finde ich mehr welche in meinem Levelbereich. Ja, vielleicht rechnen wir es echt mit dem Team ein?
Ja, aber es ergibt ja keinen Sinn, da die Gegner ja im Level wirklich 20, 30 Level über uns sind. Ach fuck, ich bin down, Alter. Ich hab keinen Plan, wie ich den spielen soll, ey. Ja, ich muss mich da noch krass reinversetzen einfach. Das Ding ist halt einfach, dass sie aber auch von den drei Stück zusammenspielen, ne? Und das ist wahrscheinlich auch der Tank, der Healer und der Damage-Dealer. Ja, halt das krasse Team, ne? Das krasse OP-Team. Renn hier einfach mal so ungestört durch unsere Base durch. So, ja, Alter, ich muss auch erstmal rausfinden, weil ich bin auch ja, komplett neu einfach. Ja, und unendlich geheilt von dem Healer, von der Healer, ne? Alter, die rennen hier auch. Krass, Alter, der ist jetzt gleich bei mir, Alter, und ich bin noch ganz hinten einfach. Der Typ springt einfach die ganze Zeit beim Schießen. Problem ist auch, dass der Champ, der spielt, einfach mal so ein Auto-Aim hat. Oh, ich renne wieder ins komplette Gegnerteam rein. Oh Mann, Alter, ey. Ich weiß halt nicht, ich bin halt eh schon kein großer Sniper, ne? Auch bei... Ey, warum spielst du denn da? Ja, keine Ahnung, hätte das sein können, dass es cool ist. Dass du dann bist auf einmal so aimen kurz, ne? Alter, ich kann, nee, doch aimen kann ich schon, aber, weißt du, ich spiele halt Sniper meistens so wie bei Battlefield oder so dann, ne? Da kann ich das dann schon. Aber halt bei so krass abgefahrenen Spielen, Alter, da ist mir das zu stressig zu snipen. Ich bin nur gefokust, aber auch habe ich das Gefühl. Ich meine, ich bin nicht andere Champions mehr gewöhnt. Ich glaube, ich muss mich auch mit meinem Champion mehr im Hintergrund bewegen. Alter, jetzt ist da hier schon wieder der Nahkämpfer, ey. Ich hier andauernd, da hinten wird er wieder unendlich geheilt, ne, mit diesem Healer. Wie gesagt, die sind schon essentiell wichtig, wie man merkt eigentlich. Ja, voll, ey, den müsst ihr auch mal spielen. Die macht in unserer Base. Und dann kommt die wieder, weil die haben so viele Champions, die entweder schilden können, healen können, die haben einfach alles hier am Start. Ja, das war schon wieder. Und ich bin jetzt gleich schon wieder tot. Das war der Tank, oder? Nein, ich bin sogar tot. Ich werde andauernd nur gefokust. Er ist schon krank. Ah, das ist unsere Scheiße. Naja, Leute, was soll man machen? Auch bei uns stehen sie sogar schon in der Base AFK rum. Das war's wohl leider wieder. Ja, voll, Alter. Was willst du denn da noch machen, groß? Ich habe einen gekillt. Den Nahkämpfer habe ich gekillt. Mit meiner Pistole, Alter. Zieh dir das mal rein. Mit meiner Pistole. Ja, immerhin. Ey, du hast keinen getötet, du hast einen Assist. Ah, fuck. Ja, aber ich habe ihn vom Schlachtfeld befördert. Was geht da, Berserker? Ja, die spielen ultra zusammen, vor allem der Dreckshieler, Alter. Alter, wie die halt schon 280 haben und wir haben 6. Ja, die recken uns, aber kann man halt nichts machen. Übelst geil. Überhaupt nicht scheiße. Voll geil! Teambalancing halt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Game das tatsächlich mit unseren Aufnahmen weiter so macht, müssen wir die tatsächlich bis das mal irgendwie gefixt ist ausfallen lassen, weil das ist wirklich eine gewisse Art und Weise, absolut wirklich, wie der eine schon so wieder unhöflich meint, aber auch auf eine gewisse Art und Weise halt wahr ist, eine absolute ja, ich werde von Gegnern geblockt, das finde ich auch so krass. Warum ich gebodyblockt werden kann, das ist ziemlich unfair. Besonders ich komme an so einem dicken Champion einfach nicht vorbei. Der pitzt sich schon wieder zum 500. Mal. Ach fuck, gerade wenn man eine Chance hat, ist der Dreckshealer wieder da, ey. Naja, schon krank. Ja, die können schon, muss man auch schon mal sagen, ey. Kudos ans andere Team, ey. Ja. Die spielen halt auch krass gut zusammen, ne? Ja, halt die spielen halt auch schon länger als zusammen. Wahrscheinlich, ja. Oh, Escape. Ach geil, ja, ich bin tot, Alter. Ja, der one-hitted mich. Ja, klar, Alter. Fick dich doch. Du Hurensohn, ja, ey. Ich renne in unsere Base. Oh, hab zum einen, hab hier überlebt. Gibt da eine, ja. Alter, one-hitted der Drecksack mich einfach hier, ey. Spaß. Oh, kann man tatsächlich. Basti, Alter. Wie frustrierend. Wir müssen ja die Zeit noch ausnutzen. Krasser Spaß, Alter. 355 zu 11, ja klar. Ja, geiles Matchmaking. Auf jeden Fall total balanced, Alter, ey. Fickt euch doch in eure dreckigen Knie, ihr Wichser, Alter. Fix this shit. Kann doch nicht sein, dass du hier nur gegen Teams antrittst, die 80 Stufen über dir sind. Ja, meine ich, das ist schon. Und dich einfach zerlegen, ey. Und du bist dann, ja. Oh, ja, krass, wollen wir aufgeben oder was, Alter? Fickt euch. Maximale Besänftigung.
Oh, eins tatsächlich haben wir geholt, ey. Na no, krass! Alter, 14 zu 453, ja klar, Alter. Ist ja voll, voll geil, ey. Macht voll Spaß. Kaufe ich mir alle DLCs. Insta. Fickt ja. euch doch, Alter, ihr Wichser. Jetzt wird der Olli endlich mal hier sauer, ey. Na, ohne Scheiß, Alter, euch das aufregt, ey. Ja, voll geil. Und dann vor allem auf der Pressekonferenz bestimmt so. 2 Tage vor Release sofort. Ja, Alter, voll der krasse Netcode, Alter. Wir haben so voll das krasse Matchmaking am Start, ey. Wir werden jetzt so viel Spaß haben. Das ist das geilste Spiel überhaupt, Alter. Von wegen, ey. Fickt euch. Da hinten ist er, der Scheißhealer. Der eine steht bei uns ja schon auf keiner Base rum. Der andere hat schon Connection Lost. Ach, der ist auch noch Level 1. Der ist auch okay. Wir sind im Grunde jetzt die ganze Zeit 3 gegen 5, ne? Ja, geil, Alter, ey. Gehen. Oh geil, ich hab ein Level up. Boah, voll geil. Das bringt mir jetzt voll viel, wenn das Spiel vorbei ist, ey. Matchmaking of the Matchmakings. Dreckiger Dreck. Oh, wie das alles in meine Review zu dem Spiel reinfließen wird. Ey, das Matchmaking ist super. 20 von 20, Alter. 10 out of 10. Ja, ist schon krank. Ist schon krank. Ohne Dreck, ey. Oh, Kommunikationsfehler mit dem Server. Echt, hast du, oder was? Gewünschte Spiele. Oh ja, bei mir auch. Geil, wir kriegen immer Punkte dafür. Toll. Lava nicht, hat sie dafür keine Punkte? Nein. Okay, Leute. Fick dich, Borderlands. Battleborn. Battleborn, das Borderlands ist Ruhe. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal langsam, also wie gesagt, die Spielzeit, deswegen macht man ja auch erst eine Review zum Spiel, wenn man es einige Zeit gespielt hat. Und oh, das Ding scheint gerade bei mir punktemäßig echt ein bisschen weiter down zu gehen. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Das war's dann jetzt auch erstmal. Oh ja, hier, Battleborn Season Pass. Hol dir alle 5 Inhalte zum Herunter. Ja, mach ich sofort, Alter. Klar, hier, mehr erfahren, komm. Ich kann. Denk dran. So einen geilen Netcode hat. Das steht wahrscheinlich dann auch noch so in der Beschreibung drin. So, ja, dann kriegen sie auch besseres Matchmaking für 10 Euro mehr. Ja, komm, hier, Season Pass. Bald bei Steam. 20 Euro nehme ich. Instant. Was? Instant. Für mich kaufen hier. 20 Euro kostet der nur? Sofort. Und mit PayPal. Nein, ich zahle es mit Visa gleich. Fick Visa, dich. Der American Express. Also hier ist einer definitiv aggro gerade. Also, ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Mal gucken, wie es bei uns nächste Woche aussieht, wenn wir hier mal wieder in unserer Aufnahmesession sind, wie sich da der Multiplayer hier... Ah, ich rante nur ein bisschen. Als gäbe es keine Low-Level-Gegner oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das Game sich gerade so ein bisschen dabei gedacht hat. Uns immer ständig in so krasse zusammen. Besonders, das ist jetzt auch die zweite Runde, wie die Gegner wirklich im Level her um einiges höher ist als wir. Also wie wir. Und auch schon das zweite Mal, dass im Gegnerteam 3 Leute zusammenspielen, die auch ein hohes Level halt haben. Und dann auch noch zu dritt zusammenspielen. Das ist schon Fairness hoch 10 bei dem Game. Naja, das war's dann jetzt auch leider mit der Loose-Folge Battleborn. Ich trinke jetzt 8 Bier. Mal gucken, vielleicht besprechen wir uns gleich noch, ob wir vielleicht tatsächlich nur die Story machen wollen oder auch noch den Multiplayer. Wir lassen uns da was. Ja, oder sagt ihr doch mal Bescheid. Wollt ihr mehr davon sehen vom Multiplayer oder sollen wir uns auf die Story konzentrieren? Multiplayer. Ja, wenn sich da welche, wenn ihr was zu sagen habt, wie gesagt, wollt ihr vielleicht von uns sehen, wie wir die Story durchzocken zusammen? Wollt ihr, vielleicht, dass ich mir den Season Pass hole? Jetzt! Ja, stimmt ab. Stimmt jetzt ab. Wenn dieser Part auf seinem Kanal... Ich tue ihn nochmal in den Warenkorb, Alter. Ja, pass auf. Geschenkt er mir. Ab 3. Mai verfügbar. Nein, pass auf. Wenn sein Video 100 Likes bekommt, dann holt er sich den Season Pass. Und Alter, klar, ja, genau. Und wenn ein Video bei mir auch noch 100 Likes bekommt, kauft er mir dann nochmal den Season Pass. Ja, ich habe ja Geld wie Scheiße hier rumliegen. Ja, natürlich, Alter, du warst bei der Games-Zeitschrift, ihr seid alle Millionäre. Ja, voll, ja. Jetzt genau. Den ganzen Tag nur rum bei der PC zocken. Games sind alle reich. Wir, ja, ehrlich, die einzige Sorge, die wir haben, ist, mit welchem Hubschrauber wir in die Arbeit fliegen sollen. Und ihr zockt auch noch nur. Ihr müsst nur zocken. Nur, ja, Mengen nur. Geld. Wir schreiben dann, weißt du, wir schreiben dann immer in Artikel, Battleborn gut. Und dann den Rest, das macht das Lektorat. Die schreiben den Rest. Und dann nicht vergessen, kommen noch die Entwickler rein, die dann sehen, oh, du hast Battleborn im gut 10 out of 10 gegeben, dann geht dieser Koffer auf mit diesen 500 Millionen Euro drin. Oh. Ist jeden Tag. Ja, um eine Million. Jeden Tag passiert es. Ja, wie gesagt, Leute,
sagt mal, was ihr davon halten würdet, wenn ihr die Folge jetzt tatsächlich bis zum Ende euch durchgekriegt habt. Es war es auf jeden Fall wert, jetzt bis zum Ende zu schauen. Aber immerhin, ich schätze mal, wir reden gerade mehr, als die Folge hauptsächlich gedauert hat. Ja, wir müssen ja Zeitstrecken hier. Und ich hole mir jetzt den Season Pass. Ja, genau. Wie gesagt, schreibt auf jeden Fall drunter, ob ihr wirklich sagen wollen würdet, ja, dann lasst mal den Multiplayer sein, spielt die Story durch und keine Ahnung, da das ja nicht das Einzige ist, was Olli und ich in Zukunft zusammen machen wollen, stürzt euch dann lieber schnell auf was anderes wieder oder so. Schreibt es auf jeden Fall in den Kommentare, das würde uns natürlich auch interessieren, was ihr davon so haltet. Ja, macht es. Oder schreibt einfach rein, Battleborn ist scheiße im Multiplayer. Im Multiplayer. Im Matchmaking hier. Ja, okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal bei mir, euren Gamer-Neighbor und beim Olli. Yo, bis dann. Ciao.